und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar mache ich heute ein Glowy Spring Inspired Make-up Tutorial, weil viele von euch meine Make-up Tutorials feiern und deswegen dachte ich mir, heute setze ich mich hin, quatsch mal wieder ein bisschen mit euch. Ich habe gelockte Haare, ja, und bin immer noch ein bisschen krank. Mir geht es schon viel, viel besser und deswegen werde ich jetzt direkt mit diesem Video anfangen. So, ich gehe jetzt erstmal meinen Beauty Blender nass machen. Und jetzt werde ich mir hier diesen süßen Haarreif aufsetzen. So, und dann fangen wir auch schon direkt an mit Primer. Mein Gesicht ist schon voller Feuchtigkeitscreme. Da habe ich diese Feuchtigkeitscreme benutzt, ist die von Kiehl's. Die habt ihr bestimmt auch schon in meiner Skincare-Routine gesehen, die Ultra Facial Cream. Ein Plus. Sowas von. Ihr habt den Primer natürlich wieder an den ganzen Stellen, wo meine Poren ein bisschen größer sind. Das heißt halt auch auf die Nase und hier auf dem Kinn und an der Stirn. So, danach fangen wir mit Foundation an. Ich benutze heute die von MAC, die Studio Fix in der Nummer NC20. Und da habe ich mich letztens beraten lassen und bin mega zufrieden mit der Foundation. Außerdem ist sie auch schön gelb, was ich liebe. Tupfe die so auf mein Gesicht, um sie dann gleich mit dem Beauty Blender zu verblenden. Und machen erstmal die erste Gesichtshälfte sozusagen. Und ich dotte und dabbe sozusagen in mein Gesicht. Die hat einfach so eine gute Deckkraft. Wenn gleich den Vorher-Nachher Test sehen. So sieht meine Haut aus mit der Foundation und ohne. Man sieht hier einfach keine Rötungen mehr, also vielleicht leichte dunkle Schatten. Aber das ist einfach, weil ich extrem dunkle Augenringe habe. Und hier sieht man richtig meine Rötungen, die Adern. Kommen wir zu meinem neuen Lieblingsconcealer. Das ist der Fit Me Concealer in der Nummer 10. Ich benutze eigentlich immer den in der Nummer 20, aber den in der Nummer 10 liebe ich im Moment. So abnormal. Deswegen mache ich den jetzt hier unten hin und blende den auch mit meinem Beauty Blender auf. Und gehe auch nochmal über meine Augenlider, damit schön Äderchen alle verschwinden. Jetzt benutze ich mein Laura Mercier Translucent Powder, um zu baken. Und zwar will ich nicht, dass da wirklich so ein krasses Puderzeug unter meinen Augen ist, sondern ich will das eigentlich nur setten und will eigentlich auch kein Produkt dadurch verlieren, weil das Puder ist echt teuer. Deswegen benutze ich ganz wenig. Und packt es nicht drauf, sondern ihr seht ja, hier sieht man nur so ein bisschen Puder. Soll ich Creme-Contour machen? Nee, kein Creme-Contour. Und wohl. Nee. Benutze ich ungefähr so viel und tupfe das über meine Foundation. Wenn ihr das so drauf schmiert, dann kann es sehr gut sein, dass ihr die Foundation mit runterschmiert und das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht, Leute. Und tupfe die über meine Foundation. Und ihr seht schon, der Concealer ist am creasen. Also nochmal verblenden mit dem Beauty Blender, bevor ihr es settet. So, jetzt fangen wir mit den Augen an. Ich benutze heute die Shade in Light Palette, genau die hier, von Kat Von D. Und ich bin sehr excited, die das erste Mal auf meinem Kanal zu benutzen. Ich benutze einen Zoeva-Pinsel in der Nummer 221 und fange erstmal mit diesem Ton hier ganz links an und benutze den sozusagen als meine Transition Shade. So, und jetzt benutze ich so einen Pinsel hier von einer No-Name-Marke und benutze die zweite Farbe hier gleich nebenan und arbeite die ebenfalls in meine Creme. Wie gesagt, ich bin ja seit einer Woche ungefähr krank und es war einfach keine tolle Zeit, weil ich ja gerade Ferien habe. Macht echt keinen Spaß, absolut null, weil ich nicht wirklich viel machen konnte, weil ich die meiste Zeit wirklich echt im Bett lag.
Dann nutze ich wieder diesen Pinsel, benutze die zwei Farben und mache hier meine Wasserlinie. Dann sind wir schon fast fertig. So, und jetzt gehe ich absichtlich mit einer Mischung aus diesem weißen und diesem cremigen Ton und mache den auf mein Lid. Damit wir so eine Art Base haben, damit der Glitzer einfach gleich viel besser aussieht. Ich habe gesagt, der Glitzer, das Glitzer. Alter, Leute. Ist man schon 2 Wochen nicht mehr in der Schule und dann hat man schon keine Ahnung mehr. Unglaublich. So, ungefähr. Und jetzt benutze ich dieses Produkt hier. Das ist von NYX. Und zwar der Roll-On Shimmer in der Farbe Nude. Das ist so ein Roll-On, wie gesagt. Und den benutze ich jetzt mit so einem Pinsel hier und meinem Fix Plus, damit es besser hält. Dann mache ich hier das ungefähr so und trage das dort auf, wo wir ungefähr gerade den weißen Lidschatten hingetan haben. Wir können das auch so aufs Auge machen und gucken, ob das besser funktioniert. Ja. Seht ihr das? Erstmal so als Base drauf machen. Hier ist das mit dem Fix Plus und das ist ohne. Also man sieht schon einen Unterschied. So. Und dann versuche ich das erstmal in die richtige Position zu bringen, das Glitzer. So ungefähr. Und jetzt, wie gesagt, nehmen wir wieder Fix Plus. This is life. Schön, das sieht voll gut aus. Tada. Und jetzt benutze ich wieder diesen Pinsel hier. Also wenn euch das reicht, dann könnt ihr auch hier schon Stopp machen. Aber ich... Das will ich. Ja, genau das. Jetzt gehe ich mit so einem Eyeliner-Pinsel in dieses dunkle Braun und mische das ein bisschen mit dem Schwarz, um einfach so eine Art Eyeliner zu ziehen. Gucken, wie das funktioniert. So ganz, 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 ganz leicht. Dann fange ich auch schon an, Mascara drauf zu machen. Ich benutze die Roller Lash. Also, immer wenn ich nur Mascara drauf habe und mich Leute fragen, was benutzt du für eine Mascara, könnt ihr davon ausgehen, dass es zu 100% die Roller Lashes, weil die absolut genial ist. So, also ich nur ganz leicht Mascara drauf gemacht, weil ich ja Fake Lashes jetzt benutzen werde. Und zwar benutze ich die von MAC in B26, lange nicht mehr benutzt. Und dann poppe ich die jetzt auf meine Wimpern. Und ich benutze den Duo Lash Glue. Der ist extrem teuer. Also 13 Euro für einen Kleber ist schon teuer. So, ich habe jetzt die drauf und benutze ein bisschen Baby Lips, meine Lippen irgendwie austrocknen. Und jetzt sind die Lashes drauf. Sind so schön. Voll vergessen, wie schön die sind. Fangen wir mal mit Contouring an. Dann benutze ich den Hoola. Of course, as always. Und jetzt als Bronzer benutze ich den von Too Faced. Der ist mega, mega schön. Der hat nämlich auch noch so Schimmer und Glitzer. Und dann benutze ich den von Real Techniques, den Blush Brush Pinsel. Und bronze damit mein Gesicht. Danach putze ich mein Contouring mit diesem Banana Powder von meiner Anastasia Beverly Hills Palette und putze mein Contour auf, damit es einfach viel schärfer aussieht.
jetzt benutze ich diesen Blush hier von NYX. Der hat auch noch so Schimmer drin, weil das ja alles sehr glowy heute werden soll. Und dann, toll, toll. Vor allem finde ich, der hat so einen richtig schönen Ton, der zu jedem passt. Achso, der ist in der Farbe 06 Wanderlust. Jetzt kommen wir natürlich zum Fun Part, Highlighter. Und da benutze ich erstmal einen Cream Highlighter von Becca. Das ist in Opal. Und den gebe ich jetzt hier auf meine Wangen. Wangenknochen? Nee, hier oben einfach auf, dort wo man halt Highlighter hinmacht. Und das ist ein richtig guter Tipp, wenn man so richtigen Glow haben möchte. Und jetzt zum Beispiel einen etwas nicht so krass pigmentierten Highlighter hat, muss man einen Cream Highlighter benutzen. Dann poppt das alles so richtig schön. Und ich benutze meinen neuen Highlighter. Habe ich euch auf Snapchat vorgestellt. Und zwar ist es der hier, der Extra Dimension Skin Finish in Gleaming Blush. Dream. Absolute Dream. Und zwar mache ich hier fix Pflaster drauf. Und auch auf mein Gesicht. Das kurz einwirken. Und dann gehe ich hier rein. Amen. Jetzt benutze ich so einen kleinen Pinsel und mache den Highlighter auf meine Nasenspitze. Jetzt haben wir zwar mein Gesicht gehighlightet, aber wir haben vergessen, noch andere Parts zu highlighten. Deswegen gehe ich nochmal in die Kat Von D Palette rein und nehme diesen gelben Ton hier und highlighte meine Augenbrauen. Für mich macht das so einen großen Unterschied. Für euch vielleicht nicht, aber so in real life. Und dann benutze ich nochmal den Highlighter von MAC. Und diesen kleinen Pinsel hier und highlighte nochmal hier in den Winkel von meinem Auge. Ich finde, es gibt pigmentiertere Highlighter für den Preis, aber mit Fix Plus geht das schon. So, das machen wir jetzt mit den Lippen. Ich benutze den hier von Trended Up in der Farbe 150. Oha, Luis ist schon da, der hat sich gar nicht gemeldet. Und ich benutze jetzt diesen Lipgloss hier. Ja, ist so wunderschön. Außerdem riecht er voll gut. So, und das ist auch schon der Make-up-Look. Ich finde ihn wunderschön, vor allem die Augen und die Wimpern. Ich habe mich wieder total in diese Wimpern verliebt. Und der Lipgloss ist natürlich sehr poppin. So, dann hoffe ich natürlich, dass euch dieser Look gefallen hat. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Make-up-Tutorials sehen wollt. Und wenn ihr das wollt, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen, was für welche, was wollt ihr sehen, was interessiert euch. Falls ihr überhaupt nicht Interesse an Make-up-Tutorials habt, sondern irgendwas anderes sehen wollt, dann lasst mich das auch auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Und ja, falls ihr Fragen habt, dann lasst mich auch in den Kommentaren wissen. Und ja, mehr muss ich jetzt nicht sagen. Alle Produkte lasse ich euch unten verlinkt, beziehungsweise schreibe ich euch auf. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Habt wunderschöne Ferien, wenn ihr jetzt Ferien habt. Und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bye bye. I love you all.